Die letzten paar Jahre ist einfach ein bisschen, ja, schief gelaufen. Es war auf lange Zeit leer. Jetzt ist das ganze letzte Jahr so leer gestanden. Und wir haben einfach gesehen, das ist schade. Und wir selber schätzen so sehr. Und ich habe Wirtschaft und Gastronomie schon gemacht und haben mir dann nach der Matura gedacht, was mache ich? Und dann hat es geheißen, okay, da bleibe oder weg. Dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe da. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang in einem Büro gearbeitet und dann habe ich gesagt, das ist nicht das Wahre, was ich machen will. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir doch das Baccio neu auf. Und so haben wir dann eigentlich mal, wir haben uns mal mit dem Firmierten zusammengehockt und dann gesagt, okay, schau, wir würden es gerne machen, aber wir würden gerne ein paar Sachen verändern. Das würde so und so funktionieren, so wie wir das gerne machen würden. Und ja, einen Monat später sind wir dann da gestanden und haben die ersten Vorbereitungen getroffen. Du redest gerade von wir. Wer genau steckt denn da jetzt dahinter? Also eigentlich ich und meine Familie hauptsächlich. Also meine Mama ist groß involviert, einfach mehr im Hintergrund. Und wir haben das Glück, dass wir das Team vom ehemaligen Pfennele dazu gewinnen haben können, als Koch und als Servicekraft und auch Küchenhilfe. Dann sind wir ganz ein tolles Viererteam, mit dem wir eigentlich wirklich super durchstarten würden. Jetzt erzähle uns doch bitte noch von deinem Konzept. Wen genau möchtest du hier ansprechen? Wer genau soll kommen? Und was ist deine Idee? Wir wollen eigentlich ein kleiner, lokaler Allrounder sein. Wir wollen keine eingeschränkte Öffnungszeiten haben, sondern wir haben von Montag bis Freitag zwischen 8 und 22 Uhr offen und bieten nur immer was zum Trinken und zum Essen. Also wir haben am Morgen eine kleine Frühstückskarte, bieten dann das 9 Uhr an, auch zum Mitnehmen. Danach geht es dann eigentlich wieder mit dem klassischen Mittagsmenü, mit dem Mittagstisch. Und am Nachmittag Kaffee und Kuchen und eine kleine Karte, dass man den ganzen Tag was Warmes essen kann. Und am Abend à la carte und auch ein kleiner Barbetrieb mit mir. Heute ist Neueröffnung. Was wünschst du dir für den heutigen Tag? Viele Gäste und einfach eine super Atmosphäre, dass die Leute sich das anschauen können und sagen, hey, das ist neu, das ist cool. Das ist, es bringt wieder ein bisschen Leben da in die Gegend und dass es dann auch zum Schätzen wissen und natürlich dann auch danach zu uns kommen und unsere verschiedenen Angebote testen und zu schätzen wissen. Also wir sind ja Österreicher und mein Mann ist eigentlich aus dem Osttirol und deshalb gibt es so richtige Hausmannskost. Unter anderem ein saftiges Rindsgulasch oder Freitagsmenü, die feinen Kässpätzle, die man im Vorarlberg kennt. Was gibt es Schöneres als da so ein Programm früher haben? Ich kann euch nur alles Gute wünschen, viel Erfolg und nur zufriedene Gäste, wie wir heute schon gesehen haben. Alles Gute! Erster Eindruck gut, ich bin noch nicht lange da. Aber früher haben wir es lang ausgehalten. Ich meine, es könnte wieder in die Richtung gehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich finde das Konzept wunderbar. Ich meine, ich habe es noch nicht genießen können, es ist ja heute erst aufgesperrt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wunderbar funktioniert. Wie gefällt Ihnen das neue Baccio? Wunderschön, super, ich finde es toll. Sie haben sehr viel daraus gemacht. Nur der kleine Ecke da schon so bereichern. Ganz toll. Tolles Team und ich freue mich riesig für die Susanna und für die Constanze. Und ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste, dass Sie viel Erfolg haben. Ich bin sehr gemütlich, es ist nicht überladen und ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg mit dem Lokal. Gefällt mir super, sehr schön mit dem neuen Logo, weil ich kenne das alte Logo und das neue ist jetzt sehr farbenfroh. Man sieht es bei der Straße super, wenn man vorbeifährt, das ist wirklich schön. Und der Zeiger Constanze hat ein richtig schönes Lokal draus gemacht. Mit den neuen Möbeln, mit der neuen Räumlichkeit. Das ist echt schön geworden. Ja. Bei uns läuft die Wirtschaft, bei uns wird gebaut. Es ist wirklich eine Dynamik drin. Aber im Bereich Wirtschaft sind wir wirklich schwach. Wir haben früher einmal 6 Wirtschaften gehabt, jetzt haben wir nur noch 3 gehabt. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt ein Viertel wieder rüberkommen. Das Baccio ist wieder aufgegangen und es ist eine Freude, es ist ein Kuss, dass wir wirklich da wieder einen Treffpunkt haben und ich hoffe, dass das gut zu laufen kommt.